stinkt denn da so im ganzen Haus? Stinkt's ja. Nimm mir die Milch vom Feuer, schnell! Ja, sag mal, was ist denn das? Das ist ja alles so brennend. Das sind Krautwickel, neapolitanische Art, die kehren so. So, die kehren so. Schwarz und gestingert. Du schleich jetzt aus der Küche und deck den Tisch. Ja, schleich dich! Was ist denn das? Ein Kartoffelpreis. Kehrt der so fest? Der ist genauso gemacht, wie es auf dem Backerl draufsteht. Bloß nehme ich kein Wasser, sondern eine Milch, weil er dann einfach feiner schmeckt. Aha. Guten Appetit. Ja, danke. Sie sind mir nicht besser, aber es ist einfach so greislich, ich kann das nicht essen. Das ist ja schlimmer wie bei uns in der Kantine. Tja. Das ist mir irgendwie nicht gelungen, das Rezept, gell? Nein, Franzi. Ich meine, das tut mir ehrlich wahnsinnig leid. Na ja, das macht ja nichts. Meinst du nicht, dass wir es vielleicht doch runterkriegen täten, wenn wir immer einen Schluck Limo dazwischen trinken täten? Limo? Nein, Franzi. Und schütt man das ganze Zeug weg, weil sonst wird man vom Ausschank schlecht. Was machen wir jetzt? Ja, essen müssen wir was. Schau mal nicht, das Problem ist das. Wenn wir jetzt weggehen und was essen, dann trinke ich was zum Essen. Und dann trinke ich noch was, solange bis es mir wieder gut geht. Und wenn es mir dann wieder gut geht, dann kriege ich eine dermaßen Liebe da, dass alles zu spät ist. Ne? Und dann stürze ich wieder ab mit irgendeiner oder irgendeiner anderen. Und dann ist meine letzte Chance dahin, weil dann kommt sie nie wieder. Was? Wer? Ja, meine Frau. Deine Frau? Kommt nicht wieder, wenn du abstürzt. Ja, hast mit ihr telefoniert heute? Na, telefoniert aber nicht, aber gesagt hat's mir's. Ja, wie? Ich gesagt und nicht telefoniert. Ist sie wieder da? Ist sie nicht mehr auf die Bermudas? Ja, doch, natürlich ist sie auf die Bermudas. Aber gesagt hat sie mir es trotzdem heute, halt, und zwar ganz eindringlich. Ja, wie hat sie es denn gesagt, wenn du nicht telefoniert hast mit ihr? Hat sie dir geschrieben? Nein, geschrieben hat sie mir nicht, aber das ist ja jetzt wurscht, weil ich ihr mein Ehrenwort gegeben habe, dass ich nie wieder abstürze. Aha. Ja, Franzi, dann magst du das so, wie du das mit deiner Frau abgesprochen hast? Aber ich gehe jetzt in die Wirtschaft und is was. Servus und einen schönen Abend noch.